Gut, dass das nicht zeitversetzt ist. Du hast eigentlich schon viel früher losgesagt, als du bei TeamSpeak angekommen bist. Es ist kein großer Unterschied. Mimi und Kevin von mir das ja auch immer. Das funkt. Das funkt richtig. Funkt über die großen Türme hier und so. Da kann man sogar rauchen. Ich brauche eine neue Cola. Ja, was ist eine neue Cola? Ein Player spielt nur noch Schein. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Cola haben. Doch, Gerd hat doch ganz viel gekauft. Geil! Brauchst du die jetzt sofort? Nö. Geil! Komm her, du Hundesohn. Cola haben wir. Cola. Du hast ihn einfach umgebracht. Er hatte bestimmt Familie. Mann, der kann von mir zwei kleine Töchter haben. Die würde ich noch vergewaltigen dazu. Man kann in dieses große, unnötige Gebäude gar nicht rein. Mann, ey, das ist doch voll dumm. Dumm. Lass mal unter den Rock von dem Atomkraftwerk gucken. Auf jeden Fall. Das ist bestimmt richtig nass. Hoch den Rock rein in den Stock, ne? Michel. Boah, voll der Rock, sag ich dir. Das ist ein dicker Geburtenkanal, wa? Boah, da ist schon wieder so ein Hundesohn. Komm her. Mann, mein Player spielt nur Scheißmusik, wirklich. Den letzten Dreck. Ich höre keine Musik. Das macht die Sache viel einfacher. Next Restart, bla. Homo. Jetzt stand da schon wieder No Message. Warum upgradet er zu 64 Slots? Das ist ja übelst krank. Weil er einfach behindert ist und gar kein Leben hat. Der sitzt schon zu Hause mit seinen Barbecue-Chips. Wer ist denn sowas? Ich. Boah. Ich hoffe, hier vorne gibt es irgendwo einen Ausgang, weil mich lähmt dieses scheiß Atomkraftwerk ziemlich an. Hier führt keine Straße so nach außen. Das riecht ja schon wieder nach Ärger. Untenrum Ärger. Schön an den beiden Waschlappen rumspielen, was? No. Super gut. Töte mich doch einfach. Surprise, Motherfucker! Super gut. Ah! Oh nein, ich hab mich nur getäuscht. Ich dachte, da wäre noch ein Zaun. Der Mensch hat meinen Humor. Dokes. Hast du schon die 5.-6er-Staffel? 5.? Nein, 6. 7. habe ich doch schon geguckt. Hä? Oder? Kevin, haben wir die 7. schon geguckt? Was? War das die 7. oder die 6. 6er-Staffel? Die 6. Oh. Ja, ich habe die 6. Die habe ich noch gar nicht geguckt. Nicht? Nö. Du guckst immer alles auf deiner dubiosen Seite da. Ja, aber nur, da habe ich nicht so, also gab es noch nicht die letzten Folgen. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Hast du die letzte? Nein, die letzten Folgen. Ach und so. Hast du so Walking Dead? Nö. Es läuft ja noch. Es läuft. Aber da freue ich mich drauf. Auch wenn das nicht so gut sein soll. Aber ich fand die anderen eigentlich ziemlich gut. Guck mal, wie er ihm hinterher geifert. Oh, geil. Richtig geil. Schön rektal hinten rein da, mit der Zunge. Rektal! Mit der spritzigen, feuchten Zunge. Rektal! Hey, hier ist voll die City mit Feuerwehr. Hast du was gehört? Ja, das ist eine Enfield, die hier feuert. Hey, bleib da nicht so stehen. Obwohl der nicht auf uns geschossen hat. Nee. Weiß nicht, die waren auch relativ weit weg. Das ist eine Enfield, die hört man auf 10.000 Millionen Kilometer. Ja, nee. Ich hab jetzt keinen Bock nach irgendwem zu suchen, eine Enfield rumschießen. Das soll wahrscheinlich nur das Echo einer Enfield. Ey, das sind sogar Zelte. Und ganz viele Zombies. Ich glaube, hier geht was ab. Nope. Doch, da doch. Doch. Da auch. Wo sind denn deine versprochenen? Ich hab ganz viele Autos. Ich hatte hier ganz viele aus, ja. Ich hab zum Beispiel eben einen Panzer gewonnen. Der hat wirklich funktioniert. Warum nicht? Weil man nicht rein konnte.
Ja, toll. Bringt dann was? Das ist schön. Und warum bin ich jetzt schon zwei Feuerwehrs gewesen? Gut, dass ich meine Map abgedeckt habe mit einer. Mit einem Daisy Commander. Richtig gut. Die Map? Ach, hier ist dieser See. Das ist der Bodensee. Hier oben bestimmt irgendwo Lodder Matthäus. Der sucht sich wieder so eine junge Ostblock-Schlampe. Lodder. Ja, weiß nicht, ich glaube, wir müssen eigentlich auf Seite vom See. Er war echt enttäuscht, weil zum Nikolaus hat er ja mal so eine Scheiße, so eine richtig blutjunge, so eine richtige blutjunge Ostfrau. So eine richtige Schlampe. Die ist dann immer so Dominique. Oder. Das rastest du richtig aus. Richtig dumme Schlampe. Wir müssen um diesen See rum. Wenn ich mich nicht täusche. Oder zumindest an der Seite beim See lang. Natürlich ziemlich hardcore gay, aber da müssen wir jetzt durch. Ziemlich hardcore langweilig. Wir müssen Richtung Süden immer noch. Ist das Richtung Süden? Weil, nee, das ist Richtung Norden. Hier ist gerade einer, ein Biker, ich glaube nicht. Wenn wir am See an der Seite lang laufen, ist das Richtung Norden. Also wenn wir jetzt hier links abbiegen. Das ist Norden? Das kann nicht. Ja. Nein, das ist das ist Westen. Westen? Ja, das ist. Ich verstehe nicht, wie diese Map irgendwie. Ich weiß nicht, wie die angeordnet ist. Das macht dann gar keinen Sinn. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Irgendwie. Also wir rennen gerade nach Norden und wenn wir jetzt nach links gehen, rennen wir nach Westen. Aha. Das ist ja nett von dem Biker, der hat mich nicht umgebracht. Aus dem Süden kommen wir doch. Ach so, ein bisschen wie von Richtung Norden, wa? Ja. Eine lange Reise, hast du irgendwelche Gesprächsthemen? Steht da hinten ein Auto? Nein. Toilettenwasser. Weiß nicht, Toilettenwasser ist nicht so geil. Toiletten. Weiß ich nicht. Du überforderst mich. Toiletten, weißt du nicht? Ja, hier ist voll die große Großstadt. Die ist groß. Die sind alle Städte groß. Es gibt hier gar keine kleinen Städte. Nein, die sind so. Echt? Ich hab gerade die erste große Stadt gefunden. Warte mal, da sind. Da sind Häuser. Dann laufen wir doch falsch. Moment. Hä, wie konnte ich mich denn jetzt wieder so täuschen? Ich seh dir wirklich hier irgendwo. Was war das für eine Fluchtscheide? Ich weiß genau, was das war. Da hatte ich wieder nur Message, das ist echt fun, ey. Fun! Das ist richtig fun, gutes fun. Internet jetzt, wo du da das Kabel dran hast, ne? Ja, ich hab schon LAN und trotzdem funktioniert's nicht. Sag dir mal eine witzige Geschichte. Ich kann dir doch eine witzige Geschichte erzählen. Warte mal. Siehst du das da vor uns im Himmel? Ah. Bei mir ist da oben so ein. Spitze oder so. Bei mir ist auch sowas. Was ist da? Hängt das irgendwo dran? Nö. Was ist das? Das ist ein das ist ein Terraformer. Oh, es lädt. Das ist wirklich ein Turm. Das ist ein Fernsehturm. Das ist ein Terraformer. Fernsehturm. Ohne Scheiß, Mann. Der ist gigantomanisch. Seid ihr hier neben so einem riesigen Berg in der Stadt? Neben einem riesigen See mit einem Fernsehturm. Nee, ne? Also, jetzt nochmal zurück zu meiner Geschichte. Ja. Also, war explosiv, ne? Um 18 Uhr auf RTL, da war so ein Mann. Der hat eine Frau beschuldigt, also eine Prostituierte. Dass sie ihn mit ihren Titten ersticken wollte. Und dann hat Explosiv natürlich nachrecherchiert, weil sie halt ihr dieses Journalistische, ihre Professionalität einfach, haben sich so einen alten Mann geholt, der ist dann in ein Bordell gegangen und dann kamen da drei Schlampen. Die eine hatte kleine Titten, die andere hatte mittlere Titten und die andere hatte richtig große hängende Titten. Und dann haben die sich auf den raufgelegt mit den Titten. Und dann hat er während die auf ihm drauf lagen, hat er gesprochen und gesagt, ob er jetzt noch Luft kriegt. Ich verstehe, ja. Das lief um 18 Uhr.
macht absolut Sinn. Weißt du, der hat so geredet, so, während die Titten richtig in seinem Gesicht hingen. Und bei der letzten waren das so richtige Schläuche, also so richtige Feuerwehrschläuche. Schlauchtitten. Ach ja, da hätte ich eher Angst, altes RTL. Da hätte ich eher gesagt, Angst davon, den umgeboxt zu werden oder so. Die haben ja auch einen ordentlichen Schwung, ne, wenn die erstmal so schwingen. Ich finde, wir gehen gleich mal zu diesem Fernsehturm. Ja, aber hier ist noch eine Feuerwehrwache. Ja, ja, da würde ich eigentlich jetzt gerade rein. Ich hab ne Map! Krasse Scheiße. Unglaublich. Gehst du wieder hoch? Jo. Ja. Nice. Hast du was gefunden? PDW. Na gut. Na gut, das war so. Besser als die scheiß Makarov. Hier ist einer mit einem MP5. Ja, aber mach ihn kalt, ne? Oh oh, Zombies. Boah, eine Menge Zombies. Komm, hinten raus oder vorne raus? Oder? Vorne. Ich finde, wir gehen jetzt erst zu diesem Fernsehturm. Das ist voll die Sehenswürdigkeit. Hier ist einer mit einem MP5, der will mich abknallen. Ich renne überhaupt nicht rum, damit er mich nicht anziehen kann. Rennst du ihn rum? Ja, der rennt gerade weg, aber ich renne hinterher. Da ist ein Einkauf, da ist ein Supermarkt drin. Willst du da unbedingt hin? Ja. Au! Die auf mich eingeschlagen haben, diese Kranken. Oh nein, no mess, jetzt schaust du nicht mal ab. Eigentlich bräuchtest du ja die UC als Fresh Prince of Air. Auf jeden Fall. Um meinen Style damit zu komplementieren. Gibt's das Wort überhaupt im Deutschen? Nee, ich hatte no message, was soll ich machen? Was weiß ich denn, was du hast? Was ist das für ein Supermarkt? Weiß ich auch nicht, du. Das ist voll die Fresh Theke, ey. René, ich hab grad... Nimmst du das Essen mit? Oh, ich muss das Ding mitnehmen. Was ist denn? Ich hab grad viermal den Kopf geschossen, jetzt ist er tot! Lol. Das war der Black behind you, ne? Oh mein Gott, das war wirklich das. Das war der Admin. Ich hab den umgehauen mit der Pistole! Mit der M9! Du hast ja gerade einen ziemlich großen Da liegt Box of Matches, ne? Falls du Bock hast. Wo? Ja, da vorne, wo der Zombie ist, da. Hä? Wow! Achso, hier in der Mitte. Warum kann der denn hier laufen? Ist der krank? Oh, ich hab ne Box of Matches. Ja, weil das kein regulärer Supermarkt ist, ne? Nee, ich hab Angst. Hier hinten kann man hoch oder raus oder... Oh, hier ist noch eine zweite Etage. Krass. Hier ist ein Binoculars, falls du die brauchst. Habe ich schon. Hinten kann man auch raus. Ah, weiß ich. Ich bin hinter dir. Ab zum Fernsehturm. Oh nein, ich hab den Admin getötet. Der fickt dich richtig weg, sag ich dir. Der hat bestimmt Angst, weil ich so an ihm rumgelaufen bin, oder töte ich den einfach. Ist voll das. Du hast ihn einfach nur verwirrt und ihn umgebracht. Da sind wieder irgendwelche russischen Propaganda-Poster. So ist es. Wie das ob man da wohl hoch kann. Auto. Ein schwarzes Auto. Hoffentlich ist das kein Fake, ein schwarzes Auto. Es ist kein Fake und es ist eine Limo. Sieht nicht so aus, als ob man da hoch kann. Was? René. Das ist eine Limo? Ich brauch ein Wheel, den kann ich mit der Limo wegfahren. Krasse Scheiße. Weil der dreht sich gerade im Kreis. Hier kann man voll nicht rein, ich bin voll enttäuscht. Voll enttäuscht auf mein Leben, ey. Ja, wir müssen in die Richtung hier. Und da hier überall... Da ist eine Tankstelle. Hey, und wir rennen doch jetzt wieder in die Richtung, aus der wir kamen. Nein. Doch, wir rennen jetzt nach Osten. Ja, wir sind beim Atomkraftwerk falsch rausgegangen. Osten ist das? Ja. Steve Jobs. Aber warte mal, hier muss irgendwo so eine Hauptstraße sein. Nee, Steve Jobs ist tot. Oh nein, Steve Jobs. Also Steve Jobs. Er soll den Leuten deine Jobs verschaffen. Boah, das war so witzig, ey. Oh Mann, ey. Aber ich komm gar nicht mehr klar. Auf die Witzigkeit? Ja, mein Bauch tut schon weh vom ganzen Lachen. Ja,
Wir müssen einfach nur dieser Hauptstraße hier quasi folgen. Und dann? Dann kommen wir zu diesem riesigen Militärcamp etc. Ich hoffe, das ist ein Militärcamp. Auf jeden Fall ist das es. Das noch Reifen! Das noch Reifen! Noch in den... Ja, schön. Wollen wir noch das in den ist Park? So schön jetzt. Ja. Der ist super. Super fresh, Mademoiselle. Hier ist was. Oh Gott! Ja. Ich dachte, ich werde beschossen, Alter, wie du aufraffelst. How it goes, ne? Das stimmt nicht mit dir. Ich hätte voll den Herzklabaster, ey. Klabaster. Alabaster. Ich wäre beinahe gestorben. Wohnst du in Alabaster, ja? Wieso? Ist der geilste Stadt überhaupt, ey. Der geilste Stadt, Lo. Ja, klar. Der geilste Stadt in Rinis Köpfen. Oh Leute, hier kann man hinter den Tresen. Mein Gott, das ist cool. Hinter den Tresen. René, du weißt das gar nicht zu schätzen, ey. René beschäftigt sich mit Autowesen. Doch er kann leider nicht lesen. Los, wir müssen jetzt dieser Straße folgen. Denn er war auf Hauptschule. Hauptschule. Das ist eine verfluchte Lüge. Ein Lehrer im Gymnasium. Gymnasium. Jauch in der Disco. Zwei Titten. Was kommt raus? Baby, Baby, Hauptschule. Ich so, jetzt habe ich alles übrigens auch noch zu erinnern und feier mich jetzt auf mein Leben. Was machst du? Fahr dann gleich mal zu dieser Tankstelle, füll das nochmal schön auf und dann drive ich richtig durch den Drive-In. Ich hoffe, du brauchst eine Toolbox, um das Rad daran zu bauen. Ich hab die Toolbox gefunden. Ich hasse dich. Und ich hab sogar Scrap Metal, falls die Außenhülle noch kaputt ist. Und ein Fuel Tank hab ich auch. Ich hasse dich. Dann hol uns ich hab sogar ne? zwei Reifen, falls noch mehr Reifen kaputt sein sollten. Ja, dann fährst du hier mal kurz her. Mit meiner Limo, die schwarz ist. So ist es. Ist das so eine richtig lange Limo? Nein, die heißt aber nur Limo und sieht seriös aus. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Ja, stimmt, du fährst ja auch nur einen Golf 1. Ich fahr keinen Golf 1. Aber was hast du gegen einen Golf 1? Der ist eigentlich ziemlich cool. Ich finde so einen Golf 1 der neue Stil. Oh nein, da ist ein Spieler. Oh ne, schieß ihn in sein Face. Oh Gott, und Scharfschütze. Oh. Oh, du Kacke. Und der feuert. Der und jetzt wurde gerade jemand getötet. Du bist der Nächste, oder? Hoffentlich nicht. Da hinten sind Häuser und ein Deerstand. Oh nein! Das ist der vergrößerte Kack der Welt! Ja. Ein Zombie Warum? Ist gerade mich gegengelaufen und hat mein Bein gebrochen. Der ist so schnell gerannt, dass mein Bein gebrochen ist. Der ist gerannt wie ein... Das war der bestimmte Admin, das ist nicht normal. Der ist so der schnell Admin. Gerannt. Oh, da kommt gerade ein Schaftes. Oh, da vorne liegt ein toter Typ. Ich glaube doch, der Schaftes hat mich geschossen. Hey Qualle, willst du auf den Deerstand? Ja. Ich hab Angst. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Dass auf der Seite Wasser ist, macht mich schon wieder ziemlich stutzig. Ist da nichts drauf? Nee. War nix? Nee. Ja, voll der Shit. Oh, lass mal nach vorne zu diesen Häusern gehen und dann muss ich mal meine Map öffnen. Irgendwie bin ich verwirrt. Oh nein! Alter, was ballerst du da rum? Keine Ahnung, ich hatte einfach Bock darauf. Oh nein! Okay. Wie er weint. Oh Mann, so ein langhaariger Mexikaner, ey. Der lag auf dem Boden, ist geblutet. Ist aus seinem Koma wieder erwacht oder hab ich... Einmal angeschossen, bin da bestimmt Danny Trejo. Ein langhaariger Mexikaner. Seid ihr noch da? Wer ist noch da? Weil der wird verfolgt von drei Maharaja. Ne, wie er einfach rausgeflogen ist. User entered your channel. Ja, also irgendwas läuft da bei dir falsch. Ich heule gleich.
Das ist die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich wurde gerade von einem langhaarigen Mexikaner getötet. Und das Internet ist auch noch weg. Und ich bin ganz aus dem Spiel rausgeflogen. Langhaariger Mexikaner. Langhaariger Bombenleger. Boah, ist das hier für eine Perversion? Die umzingeln mich. So, nicht, du Arschloch. Du wirst bei der Schieß. Heiligen Tschech, Junge. Ja. Wir müssen hier mal kurz, stopp mal die Aufnahme. Okay.